Haben wir wieder mal jemanden in der Leitung, wo wir noch nie hatten, wo auch bis jetzt noch nicht gross auftaucht ist in der Schlagerwelt, weil er quasi ein Newcomer ist, allerdings schon ziemlich lange Musik macht, wie wir jetzt gerade erfahren. Und damit herzlich willkommen, Steffen Sturm. Hallo Werner, hallo liebe Hörer. Hallo Steffen. Steffen, kannst du dich mal kurz vorstellen, woher kommst du und was hast du bereits so gemacht? Ja, hallo liebe Hörer. Also ich komme aus Deutschland, aus Baden-Württemberg, näher gesagt im Großraum Stuttgart. Ich bin seit März 2022 als Solo-Schlagersänger unterwegs, bin von Hause aus studierter Schlagzeuger und Musiker. Ja, und seit März habe ich meine erste Single veröffentlicht. Mittlerweile sind 3 Singles draußen, beziehungsweise 4. Am 5.8. kam eine 4. Single raus. Ich schreibe überwiegend eigene Schlager-Pop-Songs. Ja, und freue mich heute super sehr über die Einladung beim Werner und hoffe, dass meine Songs euch gefallen werden. Und jetzt hast du gesagt, Musik machst du schon sehr lange, bist der Schlagzeuger, auch Schlagzeuglehrer. Was hat dich denn jetzt bewogen, Schlager zu machen oder überhaupt auf die Bühne quasi als Interpret zu kommen? Also ich hatte in der Vergangenheit, also Schlagersongs schreibe ich schon länger selbst, also schon über 10 Jahre. Und ich hatte jetzt in den letzten paar Jahren verschiedene Schlagerprojekte, wo ich als Keyboarder tätig war und hauptsächlich als Songwriter. Ja, und letztes Jahr habe ich gedacht, so jetzt habe ich mal Lust selber zu singen, habe dann ein bisschen Gesangsunterricht genommen. Bedingt auch dadurch, dass die Songs, die ich schreibe, irgendwie bei den Leuten da draußen echt gut ankamen. Und da habe ich gedacht, weil ich auch Spaß dran hatte, selber zu singen, jetzt probiere ich es einfach mal selber. Und so entstand die ganze Geschichte. Habe dann einen Labelvertrag bekommen über einen Musikkollege, der mir bei den Produktionen geholfen hat. War ich dann im Studio. Und so, ja, März diesen Jahres fing es dann an mit erster Single-Veröffentlichung. Und die Resonanz war so toll von den Leuten, auch das Feedback, dass mich das natürlich angespornt hat, weiterzumachen. Ja, und jetzt gehe ich den Weg vom Schlagzeug zum Schlagersänger. Wobei ich natürlich Schlagzeug noch weiter spiele, kein Thema. Und das könnte ich mir vorstellen. Zwischendurch braucht man ja noch etwas, das auch sicheres Geld quasi hineinbringt. Jetzt, so am Anfang einer Karriere, steckt man natürlich meistens viel, viel Emotionen, viel Energie, viel Geld rein. Aber das muss dann auch irgendwann mit der Zeit rauskommen. Aber du hast gesagt, du hast schon mit den ersten Titeln, die du rausgebracht hast, recht große Erfolge. Was waren denn das so für Erfolge? Also mein Release-Debüt war praktisch bei unserem großen Sender in Baden-Württemberg, SWR 4. Da wurde die Single vorgestellt und der SWR 4 lud mich auch zum Interview ein. Dann die Spotify-Stream-Zahlen gingen ziemlich schnell nach oben. Also da bin ich jetzt mittlerweile mit Gesamtsumme von meinen Songs bei über 110.000 Streams auf Spotify. Und meine bisher 3 veröffentlichten Videos auf YouTube hatten mittlerweile über 150.000 Klicks, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und mir irgendwie natürlich widerspiegelt, hey, das ist gar nicht so ganz schlecht, was ich da mache, den Leuten gefällt's, was mich halt anspornt, weiterzumachen. Und natürlich steht aber der Spaß und die Liebe zur Musik im Vordergrund. Und jetzt hast du gesagt, aktuell ist ein neuer Titel draußen, heißen tut der Achterbahn. Worum geht es da? Ja, Achterbahn beschreibt so die Partystimmung. Man sieht, also aus meiner Sicht jetzt, ein schönes Mädchen, ist Single, geht auf eine Party, sieht dann so ein Mädchen dort stehen und ist dann hin und weg. Und traut sich dann nicht so richtig, sie anzusprechen. Und ja, wie es halt so läuft auf Partys, wenn man jemanden kennenlernt. Und dann sieht man diejenige und dann, ja, wie wenn ein so ein Blitz durchfährt und dann hat man die Achterbahn im Bauch, also sprich die Gefühle, man verliebt sich. Man kann nicht mehr klar denken. Ja, und möchte einfach mit dem Mädel, sag ich mal, durchbrennen, ja. Und die Zweisamkeit genießen. Du hast gesprochen von Achterbahn, die Achterbahn der Gefühle. Auf dem Cover sieht man aber so im Hintergrund eine Achterbahn. Wie hast du es mit richtigen Achterbahnen? Also ich persönlich eher nicht so. Früher bin ich das gefahren, aber also heute würde ich da nicht mehr reinsetzen, weil ich da wahrscheinlich ganz grün wieder rauskommen würde. Ja, also ist nichts mehr für mich heute.
Woher holst du die Musik, die Texte? Du hast ja gesagt, du machst da vieles selber. Was machst du selber? Wie machst du das? Also hauptsächlich bis jetzt alles, also Melodien, Musik, Arrangement, Texten. Hol mir natürlich aber auch hin und wieder, jetzt bei Achterbahn zum Beispiel, war eine ehemalige Kollegin beim Text mit dabei. Der Song ist eigentlich schon 8 Jahre alt. Und ich habe ihn jetzt einfach im Rahmen meiner Solokarriere neu aufgenommen. War in München beim bekannten Produzenten Willi Glüder, mit dem habe ich dann den Song zusammen produziert. Und die Impulse, ja, die kriege ich aus meinem Leben einfach, aus meinen Erlebnissen, Erfahrungen, die ich dann einfach musikalisch umsetze und so den Hörer weitergeben möchte und hoffe, dass sich der ein oder andere natürlich auch in den Texten wiederfindet. Ich denke ja, einige Geschichten hat ja jeder von uns schon erlebt. Die Geschichten, die gehen meistens ums Leben, so Sturm, Liebe meines Lebens oder Hör auf dein Herz. Das ist schon auch bei dir das Schwergewicht. Ja, definitiv. Also einfach die emotionale Schiene bei uns Menschen. Und Hör wieder auf dein Herz entstand aus einer, ich sage jetzt mal, Krise in meinem Leben. Ich war früher auch, also meine Berufsausbildung nach der Schule war Bankkaufmann. Und über die Jahre habe ich dann so gemerkt, wie ich immer nur im Kopf bin und im Verstand und irgendwie meine ganze emotionale Seite ein bisschen so vernachlässigt habe. Und durch bestimmte Vorfälle in meinem Leben dann hält ich das Leben dann irgendwann an und sagt, hey, Steffen, was treibst du hier eigentlich? Das stimmt doch alles gar nicht, was wir hier machen. Ich habe dann auch damals meinen damaligen Bankerjob gekündigt und habe dann gesagt, so, ich mache jetzt nur noch Musik. Und das bedingt durch das, ich habe mich echt mal dann aufgrund von einer persönlichen Krise einfach auf die Suche der Stimme meines Herzens gemacht und habe sie dann auch gefunden. Und habe daraus gelernt, dass die Basis im Leben eigentlich unser Bauchgefühl und unser Herz ist, das uns letztendlich immer ans Ziel führt und immer auf der richtigen Pfad. Du hast angesprochen, du bist Schlagzeuger. Als Schlagzeuger standest du oder saßest wahrscheinlich mehr auch Ja, auf der klar. Bühne und zwar mit relativ bekannten Leuten, oder nicht? Ja, das war, wir waren Vorgruppe unter anderem vom Joe Cocker. Das war ein super toller Auftritt damals. Das war eine bekannte Coverband bei uns in der Gegend. Eigentlich so, ja, eigentlich kann man sagen, in Süddeutschland. Hatten damals aber auch so ein paar eigene Songs im Programm. Und wir durften dann beim Joe Cocker als Support Act eine ganze Stunde spielen. Und es war schon ein richtig tolles Erlebnis, weil unser damaliger Sänger, der hatte noch ein Original Woodstock-Ticket daheim. Und hat es dann mitgebracht zum Auftritt. Und wir haben natürlich alle auf Joe Cocker gewartet, hinter der Bühne. Und er kam dann auch, hat uns alle auch die Hand geschüttelt und uns begrüßt. Ja, und unser Sänger zog das Ticket aus der Tasche und er war völlig begeistert. Wow, noch ein Original-Ticket von Woodstock damals. Hat es natürlich unterschrieben. Und für uns war das natürlich ein ganz großer, toller Moment, mit einem Star und Musiker wie Joe Cocker kurz in Kontakt zu treten. Das war ein richtig tolles Erlebnis, ja. Dann war ich noch Support Act beim Gary Moore unter anderem, Joy Fleming, deutsche Künstlerin. Und ja, solche Auftritte in der Vergangenheit als Schlagzeuger war richtig toll, tolle Erlebnisse, ja. Und dann träumt man natürlich irgendwo auch von größeren Auftritten als Solokünstler. Was sind denn Genau. deine bisherigen Highlights? Also Highlight waren jetzt bis jetzt relativ viel passiert schon in dem halben Jahr, seit ich das war. Also 3, 4 TV-Auftritte hatte ich schon, unter anderem bei Sonnenklar TV, Schlagerparadies TV. Und vor 4 Wochen hatte ich einen tollen großen Auftritt im Allgäu. Da war ein großes Schlagerfestival veranstaltet von den Starken Freunden. Vielleicht kennst du der ein oder andere. Dann am 1.4. war mein Debütauftritt bei uns in der Gegend im Stuttgarter Raum von Regio TV, das ist ein großer regionaler Stuttgarter Sender. Das war mein Debüt-Live-Auftritt und da war unter anderem auch der Prinz Damien als Stargast dabei. Ja, das waren so bisher meine Highlights. Und die Schweiz weiß ich aus direkter Quelle, hast du auch schon kennengelernt. Du warst vor kurzem in der Schweiz. Richtig, genau. Mit meinem Sängerkollegen Lars Heise waren wir auf Radtour
Wir sind am Bodensee in Lindau gestartet und haben uns das Ziel Lago Maggiore vorgenommen. Wobei wir ja am ersten Tag dann auch das wunderschöne Treffen mit dir hatten, gemütlich Kaffee getrunken und uns kennengelernt haben. War ein super schöner Tag, ja. Und war für mich jetzt das erste Mal in der Schweiz und ich war super begeistert. Mit dem Velo durch die Schweiz, über den San Bernardino, das brauchte schon ziemlich viel Energie. Ich würde es mir nicht mehr zutrauen. Ja, ich bin ehrlich, ich hatte ein E-Bike. Dann geht es etwas einfacher und dann irgendwo landen im Tessin. Da war natürlich, habt ihr da auch noch ein, zwei, drei Tage verweilt oder wie war das? Ja, wir waren dann einen kompletten Tag noch am Lago Maggiore, sind da mit dem Radl auch noch ein bisschen um den See gefahren, haben einfach den Tag nochmal genossen, sind dann mittags noch an den Strand gefahren, haben einfach so ein bisschen Chill-Out noch gemacht und dann sind wir einen Tag später mit dem Zug wieder heimgefahren. Und jetzt wieder zurück im Leben. Aktuell bist du sehr viel unterwegs und musst natürlich Promo machen für deinen neuen Titel Achterbahn. Da läuft es so richtig los, oder? In den Herbst hinein. Ja, also wie gesagt, kam am Freitag raus und er läuft wirklich gut an. Ich hatte jetzt schon bei den Amazon-Charts unter den Neuvorstellungen bin ich eingestiegen mit Platz 3, was mich super freut. Und auch die Streamzahlen auf Spotify sind schon über 6.000 nach 4 Tagen. Das ist für mich jetzt echt ein super gutes Ergebnis. Freut mich natürlich, dass der Song so gut ankommt. Ja, und ich bleibe jetzt einfach dran und hoffe, dass euch mein Achterbahn-Song auch gefällt und dass ihr mit mir auf eine Achterbahnfahrt geht. Machen wir natürlich ganz gerne, hoffentlich nicht für unsere Gefühle eine Achterbahn, sondern einfach nur quasi im Song drin. Sind dann weitere Sachen schon geplant? Da geht es ja quasi immer laufend vorwärts, oder? Ja, ich habe die nächste Single schon im Petto, die ist so gut wie fertig. Die kommt dann, ich denke mal, ja, Ende September, Anfang Oktober. Und dann habe ich noch eine super schöne Ballade aktuell in der Produktion, die ich dann kurz vor Weihnachten veröffentlichen werde. Und nächstes Jahr plane ich ein Album. Schön. Wir haben vorhin gesagt, du hast auch für andere Sachen komponiert. Gibt es da auch noch Sachen, die du einfach weitergibst an andere? Hin und wieder, ja. Aber augenblicklich bin ich jetzt mal auf mich fokussiert. Wenn man mehr von dir erfahren möchte, wohin kann man sich wenden? Natürlich habe ich eine Website, da könnt ihr sehr gerne draufgehen. Die Adresse wäre steffen-sturm.de. Dann bin ich natürlich Facebook, Instagram, die ganzen sozialen Medien. Geht einfach mal drauf, da findet ihr immer alle aktuellen Termine, alle Infos zu mir und meiner Musik. Würde mich freuen, wenn ihr mir folgt auf Instagram und Facebook. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns beim einen oder anderen Auftritt sehen. Und vielleicht darf ich ja auch mal in die Schweiz kommen. Das hoffen wir doch ganz fest, dass es vielleicht der eine oder andere Veranstalter in der Schweiz gibt, der begeistert ist auch von deinen Titeln und dich dann einlädt. Das wäre natürlich ganz, ganz toll. Danke vielmals, dass du bei uns zu Gast warst und weiterhin alles Gute. Danke, Werner. Vielen Dank für die Einladung.